Jetzt sind die Boxen auf, das Rennen ist gestartet, ja, und Amita ist in der Box stehen geblieben. Amita ist in der Box stehen geblieben, das Rennen ist natürlich gestartet und Amita war auch unter Starters Order. Wir konzentrieren uns auf die Spitze, dort hatte Mombasa an der Innenseite gleich das Kommando mit Bosshöfen Scarlett. Oskar, an der Außenseite sehen wir Besito, dahinter galoppiert Susamito, an der Innenseite Ostari, vor Night Chaparral, vor Seto, vor Sabadancer und am Ende des Feldes galoppiert Wells Wonder. So geht es die Zielgerade zum ersten Mal hinunter in gewohnter Manier. Bosshöfen Scarlett mittlerweile in Front führt vor Mombasa. Dahinter ist es Oskar, Besito, Susamito, Night Chaparral, Ostari, dann Seto vor Sabadancer und vor Wells Wonder. Jetzt schicken wir die Kandidaten mit einem kräftigen Beifall auf die Schlussrunde. Das sind noch knappe 2000 Meter, die zu absolvieren sind. Bosshöfen Scarlett führt mit gut 2,5 Längen vor Mombasa. Dahinter ist es Oskar, an der Innenseite Susamito, vor außen Besito, dann ist es Night Chaparral, an der Innenseite Ostari. Dahinter galoppiert Seto vor Sabadancer und vor Wells Wonder. Im Iffezheimer Bogen sind die Pferde unterwegs. Bosshöfen Scarlett führt mit 2 Längen vor Mombasa. Dahinter ist es die Gruppe mit Oskar, mit Susamito, an der Außenseite Besito, an der Innenseite dann Night Chaparral vor Ostari, dann Seto, dann Sabadancer und 2,5, 3 Längen sind es bis zu Wells Wonder am Ende des Feldes. Das Tempo ist gut für diese weite Distanz. Bosshöfen Scarlett gleich unterhalb des Iffezheimer Emblems mit 2 Längen vor Mombasa. Dann haben wir 3,5 Längen ungefähr bis zu Susamito, außen begleitet von Oskar, dann der Schimmel Besito an der Innenseite davon Night Chaparral, dann sehen wir Ostari vor Sabadancer, vor Seto und vor Wells Wonder. So geht es in Richtung des Schlussbogens. Bosshöfen Scarlett kann an der Spitze diktieren, führt mit gut nach wie vor 2 Längen vor Mombasa, Oskar, Susamito, dahinter ist es an der Außenseite Besito in nachfolgender Position vor Night Chaparral, Ostari, dahinter galoppiert dann Sabadancer vor Seto und Wells Wonder nach wie vor am Ende des Feldes. Der Schlussbogen ist längst erreicht, knappe 700 Meter sind das noch. Bosshöfen Scarlett marschiert vor Mombasa. Besito wird näher herangeführt von Hanna Muchova. Dahinter ist es Oskar, Susamito lässt sich anfassen, Night Chaparral. Ostari wird jetzt ebenfalls hier geritten von Filip Mynarek. Es geht gleich in den Einlauf hinein, außen versucht Sabadancer Boden gut zu machen. Bosshöfen Scarlett marschiert vor Mombasa, liegt auf der Lauer Susamito, Oskar, Besito, Night Chaparral und an der Außenseite ist es Sabadancer, aber Bosshöfen Scarlett marschiert. Bosshöfen Scarlett vor Mombasa in der Bahn mit dem Mombasa. Bosshöfen Scarlett und der äußere Flügel vor allem Night Chaparral und ganz an der Außenseite kommt Sabadancer. Sabadancer an der Außenseite Mombasa, Night Chaparral, Mombasa. Innen ist es Bosshöfen Scarlett, Night Chaparral mit Mombasa, Night Chaparral und Mombasa, Night Chaparral, Mombasa, Night Chaparral, Night Chaparral, Mombasa, glaube ich, nickt dem Ziel ein. Ich glaube Mombasa an der Innenseite gegen Night Chaparral und dann Sabadancer vor Bosshöfen Scarlett. Aber da warten wir mal ab. Die kämpft ja unglaublich zurück innen. Mombasa vielleicht minimal vor Night Chaparral. Viertes Rennen des Tages, Europa-Jackpot-Preis, 2800 Meter und was für ein Finale. Wir brauchten die Auswertung des Zielfotos. Gewonnen hat die Programm Nummer 1, Night Chaparral mit Andreas Helfenbein. Zweites Pferd war die 2, Mombasa mit Vinzenz Schürgen. Auf Platz 3 war es die 8, Sabadancer mit Dennis Schürgen. Und viertes Pferd war die 4, Bosshöfen Scarlett mit Thun van den Trost. Vorläufig heißt das 1, 2, 8 und die 4. Ja, sonst sagt man, im richtigen Moment ist die Nase unten. In diesem Moment war, oder beziehungsweise in diesem Fall war im richtigen Moment die Nase oben von Night Chaparral. Den sehen wir hier vor der Schwarzwald-Tribüne. Der hat gewonnen, der 5-jährige High Chaparral-Sohn im Besitz des Stalles Reichenbach. Wilfried Kujat in Frankfurt-Niederrad ist der Trainer und zum Sieg geritten wurde Night Chaparral von Andreas Helfenbein.